Hallo mein Lieben! Ja, heute gibt es das erste Video in meinem neuen Zimmer. Es ist richtig krass. Ja, wir sind jetzt eingezogen und ich sitze hier gerade gemütlich auf meinem Bett und habe hier noch eine Tüte mit neu gekauften Sachen. Hier habe ich auch noch was und Mel hat auch noch was an, die ich euch auf jeden Fall zeigen muss, weil ich will sie gerne in den Schrank räumen. Und ich habe sie extra jetzt in eine Tüte gepackt für den Umzug, damit ich sie am Ende wiederfinde und dann für euch dann hordern kann. Ja, ich zeige euch jetzt die Sachen, die wir bei einer Verlosung gewonnen haben, die ich gekauft habe für das neue Baby. Und ja, ein paar Sachen, die wir einfach so gekauft haben, ein paar Sachen sind auch für Mel dabei. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. So, zum einen haben wir bei einer Verlosung gewonnen und da haben wir einmal diesen süßen Pulli hier bekommen. Der ist in so einem Khaki-Grün, glaube ich, heißt das. Und der mit so schwarzen Sternen, dann hat er hier noch so eine Tasche. Richtig süß. Der ist in 56, glaube ich. Ne, 62 ist es schon. Fällt aber relativ klein aus und der ist dann für unser neues Baby auf jeden Fall. Und dann gab es dazu noch einen Schnuller. So sieht der aus. Passt voll gut dazu, finde ich. Und noch richtig, richtig süße kleine Schühchen. Die sehen so aus. So in Tarnfarben. Richtig süß und so ganz mini klein. Bei der zweiten Verlosung haben wir eine Schnullerkette bekommen für die Mel. So sieht sie aus. Ich verlinke euch diesen Instagram-Account auf jeden Fall in der Infobox, weil sie macht wirklich unglaublich tolle Arbeit. Und ich finde, dafür, dass sie so tolle Arbeit macht und die Schnullerketten wirklich so günstig sind, ist sie einfach zu unbekannt. Ich glaube, sie hat auf Instagram erst 500 Abonnenten und ich finde es schon echt krass, wie gut diese Schnullerketten verarbeitet sind. Und ich würde auf jeden Fall euch empfehlen, da mal vorbeizuschauen, falls ihr nach einer Schnullerkette sucht. Und ja, unsere war jetzt vorgegeben. Und zwar in rosa mit Mel. Und dann steht hier noch kleine Diva drauf in so einer Disney-Schrift. Seht ihr das? So, und da ist natürlich Mel Schnuller schon dran, weil den benutzt ihr immer. Und hier haben wir noch so eine ganz kleine Krone dran. Total süß. Also ich bin echt voll begeistert von dieser Schnullerkette. Ja, dann habe ich bei einem Instagram-Account auch etwas für die Mel gekauft. Und zwar zum einen diesen süßen Strampler hier. Der ist in rosa-weiß. So gestreift. Ganz, ganz plüschig. Hat grüne Sohlen, sage ich mal, an diesen Füßchen hier. Hat einen ganz, ganz süßen weißen, kuscheligen Bären. Und dann steht drauf, you make me happy. Und der kommt von C&A in Größe 56. Richtig süß. Und steht ihr auch voll gut. Den hatte sie schon öfters an. Auch als wir in der Schule waren mit Mel, hat sie den auch angehabt. Dazu kommt auf jeden Fall auch noch ein Video, wie meine Klasse so auf die darauf reagiert hat. Genau. Ja, so sieht er aus. Ich glaube, für den habe ich 1,50 oder so bezahlt. Ja, und dann habe ich noch einen riesengroßen Haufen Bodies für Mel gekauft. Das war so ein Set. Und alle zusammen haben mich nur 1,25 € gekostet, was für 5 Bodies wirklich sehr günstig ist, finde ich. Die kommen alle von C&A in 56. Das war so ein Set damals, glaube ich. Und zum einen ist das einmal dieser hier. Also sie sehen alle komplett gleich aus, haben nur immer verschiedene Tiere hier drauf. Also hier ist jetzt zum Beispiel so eine Katze, so eine blaue, wo ich da auch denke, dass es locker das nächste Baby anziehen kann als das neue. Weil es auch ein Junge wird und ich finde, das kann das dann auch anziehen. Könnte so ein bisschen im Partnerlook laufen. Genauso wie der hier, der ist ja auch ein bisschen jungshaft, finde ich. Der kann auch ein Junge anziehen, auf jeden Fall. Und dann haben wir noch ein paar in rosa mit so einem rosanen Bärchen. Einen rosanen Hasen. Und einen lilanen Teddy. Also voll süß und voll günstig auf jeden Fall. Da war ich echt überrascht, dass ich so ein riesengroßes Schnäppchen gemacht habe. Ja, weiter geht's mit Mel. Das letzte Teil für die Mel ist eine ganz, ganz tolle Plüschi-Decke. Schaut mal. So. Auch die hatte sie mit in der Schule. Und ja, die ist so richtig plüschig rosa und hat hier so einen richtig schönen dicken Rand. Und die ist
so toll, ich liebe sie einfach, weil sie einfach so richtig kuschelig ist. Sie hat hier so eine etwas, ja, so eine bisschen härtere Seite. Und wenn man sie umdreht, ist sie noch kuscheliger. Und dann hat sie nämlich noch ein ganz, ganz tolles Tierchen drauf, was ich auch so ultra süß fand. Schaut mal, ist das nicht so süß? Ja, und dann geht's weiter mit den Sachen für das neue Baby. Da habe ich ein paar Pflegeprodukte noch. Ja, also zum einen haben wir ein paar Pflegeprodukte. Einmal von Hip, so eine Gesichtscreme, so eine Probeportion. Dann noch eine Gesichtspflege von Bübchen. Und noch eine Milch von Bübchen. Einfach so als Deko. Ich habe es geschenkt bekommen, deswegen habe ich es auf jeden Fall da. Und dann gab es für das neue Baby natürlich auch noch eine neue Flasche. Und zwar ist die hier von Nook. Die ist in so einem richtig schönen Mint. Und dann so mit Sternchen drauf, fand ich richtig schön. Also total modern auch. Hat jetzt hier so einen Griff, weil es ein Trinklernbecher ist. Aber es kann man natürlich auch ganz leicht abmachen. Und da hat man halt ohne Griff. Aber ich finde, die mit Griff sehen immer so richtig schön aus. Und ja, ich mag es einfach total gern. Hier kommt noch ein anderer Nuckel natürlich rauf. Aber es war halt so dabei. Aber ich habe ja noch ganz viele normale Nuckel. Ja, auf jeden Fall die erste Flasche fürs neue Baby. Und dann haben wir noch eine neue Schnullerkette fürs Baby gekauft. Und zwar ist es so ein ganz einfacher Clip, den man hier so öffnen kann. Also nichts Hochwertiges. Da wird es auf jeden Fall auch noch eine Schnullerkette mit Namen geben, wie von Mel. Ja, eine ganz einfache Schnullerkette. Und dazu haben wir noch schöne Schnuller gekauft. Und zwar einmal von Mom einen süßen mit dem Segelboot. Voll süß. Dann ein. Leuchtet der nachts? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Ein grünen mit einem Vogel. So, und dann haben wir noch einen Mamm-Schnuller. Und zwar mit so einem dunkel, also ein hellblau mit so einem richtig süßen Teddy drauf. Das ist im Moment mein Lieblingsschnuller. Ich glaube auch, der wird perfekt zum neuen Baby passen, weil ich einfach. Ich habe es ja schon gesehen. Und ich weiß nicht, irgendwie passt das so zu seiner Persönlichkeit. Ich mag den Schnuller sehr, sehr gern. Auch von Mamm. Und dann haben wir noch einen von Nook. So sieht der aus. Also ein ganz, ganz schlichter. Aber auch total schön mit so einem Boot und so. Also auch richtig, richtig schön. Finde ich passt auch sehr gut zum neuen Baby. Und dann haben wir einen von Avent. Die habe ich noch nie ausprobiert. Ich kenne die aber. Aber auch die finde ich sehr interessant. Die haben extra hier noch so eine Kappe zum Sterilisieren, glaube ich. Auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das mit diesen Schnullern ist. So, und dann haben wir auch nur noch restliche Kleidung hier. Es gibt ein paar Sachen, die Mel vielleicht auch manchmal tragen wird. Aber eigentlich sind die Sachen jetzt nur für das neue Baby. Ich würde sagen, fangen wir an mit den Socken, denn da haben wir auch einige. Und zwar einmal Born 2012. Passt jetzt nicht mehr, aber ich fand die Farben von den Socken sehr, sehr toll. So ein Weiß und so blau. So, und die nächsten Socken sind auch wieder so richtig Kuschelsocken. Die sind auch meine Lieblingssocken bis jetzt von diesen ganzen Haufen. Weil ich liebe einfach Grau und Weiß im Moment. Und ich finde, das passt so gut zusammen mit diesen Streifen. Und die sind so klein und so süß. Und auch so dicke Socken. Ich mag so dicke Socken bei Babys sehr, sehr gern. So kleine süße Socken. Die sind in der Größe 11 bis. Oh Gott, keine Ahnung. Steht hier drauf. Also richtig süß, finde ich. Und die sind so weich und kuschelig. Dann haben wir ein Dreier-Set von Verbaudet. Oder. Ich spreche es immer falsch aus. Ich weiß. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie man es ausspricht. Ich mache es sowieso immer falsch. Also ist egal, okay? Hauptsache, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt fehlt mir noch ein paar Socken. Ich habe nämlich zwei. Das ist ein Dreier-Set von Verbaudet. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Wo ist es denn? Hier, genau. Und zwar einmal so ein Dreier-Set. Und einmal gehören da so grau-schwarze zu. Die sind sehr dünn jetzt, also etwas für den Sommer. Sind auch etwas größer schon. Aber ich habe das Set trotzdem mitgekommen. Wenn sie daher nicht passen, dann kann man sie immer noch weggeben. Also die gehören dazu. Dann ein komplettes schwarzes Set. Finde ich auch sehr gut. Ich hab noch keine schwarzen Socken. Und dann eins so grau. Grau-grau gestreift und dann mit einem schwarzen Auto. Auch sehr süß. Dann haben wir noch ein dickes Paar Socken. Die gehören zu diesen hier dazu. Das ist auch so ein Set gewesen.
Ja, die sind so grau-grau. Also einmal hellgrau, einmal dunkelgrau. Die kann man hier so umklappen. Das sind das solche Socken. Finde ich jetzt halt neutral. Also ich weiß nicht. Sie sind schön, aber irgendwie nicht mein Lieblingssocken. Einfach Socken. So, dann haben wir noch eine Strumpfhose. Eine graue in Größe 50, 56. Komplett grau. Da sie mit Strumpfhosen kann man nie etwas falsch machen. Und das neue Baby braucht natürlich auch eine. Mel hat ja auch eine. Dann haben wir ein selbstgenähtes schönes Halstuch. Das wird, glaube ich, echt zu groß sein. Aber ich finde, ich habe den Bausatz schon mal mit einem etwas größeren Halstuch gesehen. Ich finde das richtig süß an dem Bausatz. Und deswegen habe ich dieses hier und noch ein anderes. Die sind selber genäht. Und ich fand auch dieses Motiv sehr schön hier mit diesen Robotern. Und das hier kann man dann mit so zwei Knöpfen aufmachen. Und auch wieder umdrehen. Also so kann man es wieder festmachen. Und dann ist diese Seite draußen, also einfach so grau, auch sehr schön. Und dann haben wir noch dieses hier. Das ist so blau-weiß und umgedreht ist es normal blau. Ja, die beiden Halstücher haben wir schon mal für das neue Baby. So, dann bleiben wir am besten bei dem Selbstgenähten. Und zwar habe ich noch ein Set von, oh, wie heißt es denn jetzt hier? AKP Design heißen die, die das genäht haben. Einmal eine Hose und eine Mütze dazu, weil das halt noch nicht gewaschen wurde. Und dann ist es hier drin noch so richtig weich. Das ist richtig schön. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen zu groß sein, aber ich finde es trotzdem sehr süß. Weil ich habe Mel die Mütze schon aufgesetzt und das passt relativ gut. Und das ist die Hose dazu. Die ist halt von innen auch so richtig kuschelig weich. Und von außen auch sehr schön gemacht. So, dann haben wir einen Strampler gekauft. Der, den habe ich auch aus dem Instagram, von dem Instagram-Account, wo ich Mel Strampler gekauft habe. Aber den rosanen, wo habe ich ihn? Den hier, den habe ich da auch gekauft. Und der hat auch nur 1,50 kostet, der ist auch ein 56 von C&A. Und der ist so hellgrün, weiß gestreift. Hier ist er komplett hellgrün. Hier ist so ein Teddy und You Make Me Happy. Und hier unten ist er blau. Und der ist richtig schön. Ich liebe die Strampler von C&A. Deswegen haben wir den mitgenommen. Dann können die so nachher so im Partnerlook laufen, weil die relativ gleich sind, die beiden. Finde ich so einen Partnerlook. Fand ich sehr süß. Body. Von wo kommt der? Keine Ahnung. Hier ist das Schild. Und das ist Größe 3 bis 6 Monate. Das heißt 62, 68. Aber der fällt sehr, sehr klein aus. Der ist halt so braun-weiß gestreift. Und hat hier noch so eine ganz kleine Tasche. Seht ihr das? So eine Tasche hier. Und ist langarm und ich glaube auch, der passt sehr gut zum neuen Baby. Dann haben wir ein Set von C&A in Größe 62. Das hatte Mel auch schon an, das habt ihr auf Instagram gesehen. Das ist auch mein neues Lieblingsset bei Mel. Und ja, das hat hier oben an Transitfarben, hier so grau-weiß gestreift überall. Und ein so toller Stoff, ich bin verliebt, das ist so weich. Hier so ein Pinguin, der guckt hier so rüber, richtig süß. Also wirklich ein sehr süßer Pulli. Und dann haben wir noch die passende Hose dazu. Die ist so Anthrazit. Und hat diese gelben Kordeln, weil der hier hat ja auch überall gelb. Hier so gelb und hier oben auch gelb. Und so sieht die Hose dazu aus. Passt Mel auch sehr gut. Und das neue Baby wird genauso groß wie Mel, also wird es auch passen. Und ja, fand ich sehr, sehr süß. Dann haben wir einen Schlafanzug von Carter's in Größe 62. Der ist wirklich sehr groß, aber ich probiere es einfach aus. Wenn er nicht passt, kann ich ihn immer noch verkaufen. Ja, in 62 und der ist halt rot und dann so grau gestreift hier. Und unten hat er so richtig coole Schuhe. Richtig lustig sieht es aus. Ja, der ist sehr, sehr schön, auch sehr, sehr weich. Liebe allgemein Carter's. Carter's hat tolle Sachen. Und die Qualität ist sehr gut von Katas. Und ja, also auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Schlafanzug. Ich glaube, der wird auf jeden Fall zu groß sein, aber wir probieren es auf jeden Fall mal aus. So, dann habe ich ein Set gekauft von Anstix Family. Und zwar ist es dieses hier.
Das kennen bestimmt auch einige von euch. Das ist mit diesem kleinen Nilpferd. Dieser weiße Body gehört da dazu. Dann diese Mütze mit den Sternen. Und die Hose, die hat die liebe Mel an. Da. Diese Hose gehört dazu. Ja, das habe ich auch gekauft. Das wollte ich schon länger haben. Und ich habe es jetzt auf dem Flohmarkt entdeckt. Habe, glaube ich, pro Teil nicht mal 50 Cent bezahlt. Und deswegen habe ich es dann mitgenommen. Und dann haben wir noch eine Mütze von H&M mitgenommen. Die ist so schwarz-weiß. Dazu habe ich den passenden Body. Deswegen habe ich die mitgenommen. Weil ich habe noch eine Hose. Die zeige ich euch gleich. Auch von H&M. Und das könnte man dann perfekt dazu anziehen, finde ich. Ja, dann habe ich die Hose, die ich gerade erwähnt habe. Das ist nämlich diese hier von H&M. Ich finde, die passt sehr gut mit dieser Mütze so zusammen. Wenn man dann auch noch den Body dazu hat, finde ich das sehr schön. Und die ist nämlich normal grau, hat Füßchen unten dran. Das sind ja die typischen Hosen von H&M. Ja, dann haben wir noch einen Body von Carter's. Der sieht so aus. Fand ich auch sehr schön, obwohl es eigentlich überhaupt nicht mein Geschmack ist. Aber ich fand den richtig süß an sich einfach, weil er ist so dieses Khaki-Grün. Sieht so total braun aus in der Kamera. Ja, so ein Khaki-Grün, da ist hier so ein süßer Eisbär drauf. Fand ich einfach voll süß, weil es einfach perfekt zum neuen Baby passt. Also so an sich würde ich das nie kaufen, aber es passt einfach so süß zum neuen Baby. Und deswegen finde ich die Sachen von Carter so toll, weil der Body ist halt so richtig dünn und schön und zärtlich und ja, deswegen mochte ich den so gerne. Auch der Stoff ist sehr weich und ich kann mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Auch zum Beispiel mit dieser grauen Hose hier einfach. So, und dann haben wir noch die letzten beiden Teile hier in der Tüte und dann hat Mel noch eins an, das habt ihr ja gerade schon gesehen. So, das vorletzte Teil ist diese süße Hose hier. Ich bin absolut verliebt in Carters, seitdem ich diese Hose kenne. Ja, das ist halt auch Carters und es ist auch in der Größe Newborn. Könnt ihr das nochmal sehen? So sieht das aus. Also das hier bedeutet Newborn, steht auch da drunter. Und dies ist halt in 50 dann. Die ist auch total mini, wenn ihr es mal so seht. Das ist so süß. Ja, und die ist so blau-weiß gestreift. Und das wird auf jeden Fall die erste Hose, die ich für den Baby anziehe, den neuen, weil es einfach so unglaublich süß ist. Und ja, ich liebe diese Hose einfach, weil, schaut mal bitte. Das ist doch unglaublich süß, oder? Oh mein Gott, es ist so süß. Ja, auch der Stoff ist hier total toll. Und ich liebe Carters einfach. So, und weil Carters so toll ist, habe ich noch eine Hose von Carters. Auch in, ich glaube, nee, in, genau, in 3 Monaten, also in 62 dann. Fällt aber nicht viel größer aus. Schaut mal, wenn man die so nebeneinander tut. Es ist nicht viel, es ist nur das Bündchen, was größer ist. Und deswegen bin ich auch sehr gut davor, dass die neuen Baby auch passen wird. Und das ist jetzt ein Frottee-Stoff, genau. Also ein bisschen wärmer, ein bisschen kuscheliger. Aber fand ich auch ultra süß. Und geht hier so Kordel noch und ein richtig schönes Bündchen. Das kann man noch umklappen. Das heißt, wenn sie ein bisschen zu groß ist, kann man das auch ruhig so umklappen so. Ich liebe Hosen mit umgeklappten Bündchen. Finde ich viel süßer so. Ja. Und auch die hat hinten so einen ganz süßen Teddy auf dem Popo. So süß. Das ist so. Carter ist wirklich toll. Die machen so richtig schöne Sachen. So, und dann hat die Mel noch etwas Tolles an. Auch von dem neuen Baby eigentlich. Aber die Mel muss das auf jeden Fall anprobieren, weil ich muss die Sachen ja auch austesten, bevor der Bruder das anziehen darf. Und zwar ist es diese Jacke hier. Die ist auch von Carters. Und die ist nicht in diesem ekligen Korallenorange, wie ihr es gerade seht. Sondern diesen richtig schönen kräftigen Orange. Ne, von weit hinten sieht genauso aus. Und mit dunkelblauen Schrift, also Buchstaben drauf, die ihr hier seht. Hier unten ist noch so ein Schild, hat so Taschen und eine Mütze in Grau. Und die ist, glaube ich, auch in 62, glaube ich. So, mein Lieben, und dann war es es auch schon wieder. Der nächste Haul wird dann kommen, wenn ich morgen neue Babykleidung für die Mel bekomme. Und davon weißt du noch gar nichts, ne? Oh.
Und dann wird noch ein Haul kommen mit den Babysachen, die ich fürs Babyzimmer kaufe. Ich habe ja schon einen Himmel gekauft und werde noch einiges mehr kaufen. Dazu wurde auch ein Haul gewünscht. Mache ich natürlich auch sehr gerne. Und dann hoffen wir, euch hat das Video gefallen und dann würden wir uns verabschieden. Tschüss!